Die Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße euch herzlich zu dieser Medienkonferenz vom Aargauer Regierungsrat. Das heutige Thema ist der Jahresbericht mit Jahresrechnung 2016 plus noch Ausführungen zu der allgemeinen Finanzsituation vom Kanton Aargau. Zuerst wird der Finanzdirektor Regierungsrat Dr. Markus Diet das Ergebnis von der Jahresrechnung 2016 aufzeigen. Dann wird Frau Staatsschreiberin Vincenza Trivigno die Schwerpunkte vom Regierungsrat, die im Jahresbericht enthalten sind, erläutern. Und am Schluss dann kommt eben der finanzpolitische Ausblick, der nochmal vom Finanzdirektor Markus Diet bestritten wird. Wir haben dann im Anschluss daran, wie immer, Gelegenheit für die Medienschaffenden im Plenum Fragen zu stellen und die beide Referenten, also der Herr Diet und Frau Trivigno, stehen nachher selbstverständlich auch für Interview und Statement zur Verfügung. Wir haben noch zwei weitere Auskunftspersonen hier. Das ist der Peter Reimann, Leiter von der Abteilung Finanzen vom DFR, und der Daniel Brändli, Leiter von der Abteilung Strategie und Aussenbeziehungen von der Staatskanzlei, wo der Bedarf auch Auskunft geben könnte. Ich darf jetzt das Wort erteilen am Finanzdirektor Markus Diet. Bitte. Besten Dank, Peter Burri, Frau Staatsschreiberin, geschätzte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, geschätzte Fraktions- und Parteivertreter, ganz herzlich willkommen zu meiner ersten Medienkonferenz hier in diesen Hallen, wo ich hier vorne sitzen darf. Ich bin sonst vorher einmal auf der anderen Seite gesessen und habe gespannt zugelassen, was da berichtet worden ist. Wir haben heute auch sehr spannend zu berichten. Ich begrüße Sie ganz herzlich auch meinerseits zum Jahresbericht mit Jahresrechnung 2016. Die Hauptergebnisse der Jahresrechnung möchten wir Ihnen präsentieren im Namen des Regierungsrats. Selbstredend steht natürlich das provisorische Jahresergebnis unter Vorbehalt von der Genehmigung durch den Grossen Rat. Die Botschaft wird im April zugestellt und die Plenumsdebatte ist geplant auf den 20. Juni dieses Jahr. Ich kann Ihnen sagen, die Finanzlage ist besorgniserregend, sagen wir es unverblümt, sie ist dramatisch. Durch Stabilisierung des Finanzhaushalts wird es tiefgreifende Massnahmen und Reformen brauchen, die über die beschlossenen Massnahmen, die bisher beschlossenen Massnahmen, rausgehen. Dazu werde ich noch ein paar Sachen sagen. Es ist aber auch eine Chance, die es jetzt packen gilt, nämlich zusammen vorwärts zu gehen. Zu der Rechnung. Sie sehen hier einen Überblick, der, glaube ich, auch selbstredend ist und die wesentlichen Komponenten beinhaltet. Geschätzte Damen und Herren, die Lage ist ernst. Aber heute ist auch ein Tag des Aufbruchs. Ich präsentiere Ihnen im Namen des Regierungsrats eine nicht erfreuliche Rechnung vom vergangenen Jahr 2016. Wir legen heute die Fakten auf den Tisch und die zeigen klar, es geht nur noch mit der Gesamthaushaltssanierung mit Langfristwirkung. Zeiten von kurzfristigen Korrekturmassnahmen allein, die sind vorbei. Es braucht ein konstruktives Miteinander für eine gemeinsame Zukunft. Insofern ist es also auch ein Startschuss in eine neue Ära, eine Gesamtsanierung, in eine neue Ära, vielleicht auch von der Zusammenarbeit vom Regierungsrat und dem Grossen Rat. Sie sehen hier im Zentrum ein strukturelles Defizit von 218 Millionen Franken. Wenn das Defizit ausgewiesen 105 Millionen Franken, was man aber muss berücksichtigen, sind die Entnahmen aus 61 Millionen Franken, von 61 Millionen Franken aus der Ausgleichsreserve und 52 Millionen Franken Ausschüttung SNB. 90 Millionen Franken sind angekündigt als Defizit im Herbst, Ende letzten Jahr. Es sind noch 15 Millionen Franken mehr Ausgaben von der Spitalfinanzierung sind noch dazugekommen. Sie sehen das im Abschlusskästchen im Blauen zuoberst. Davor sind 62 Millionen Franken sind bewilligte Budgetanpassungen gewesen, wo man über Nachtragskredite, über die beiden Nachtragskredite bewilligt hat und eben Budgetanpassungen bewilligt. Effektiv hat man eine Abweichung so von 44 Millionen Franken. Wir haben die Ausgaben- und die Einnahmenseite, die uns Sorgen machen. Das machen uns eben neu beide Seiten Sorgen, nicht nur eine, nicht nur die Ausgabenseite.
Bei der Ausgabenseite ist Gesundheit, Asylwesen, Ergänzungsleistungen, die massiv einschränkt. Ich erwähne da schon jetzt, also wir werden es noch zwei, dreimal hören, Spitalfinanzierung, ein jährliches Ausgabenwachstum von über 30 Millionen Franken. Allein das, wenn Sie sich auf der Zunge vergehen lassen, entspricht jährlich für 2 Steuerprozent, wo wir mehr Ausgaben haben. Auf der Einnahmenseite haben wir Mindererträge bei den Steuern, juristische Personen, natürliche Personen, ich komme nachher noch darauf, Rückgang von den kantonalen Steuern zum Vorjahr 2015 minus 36 Millionen. Sie sehen das Ergebnis, Jahresrechnung 2016 im Überblick. Ich will da nicht mehr wiederholen, was ich vorher gesagt habe. Es liegen gravierende strukturelle Probleme vor. Die Finanzlage, habe ich gesagt, ist besorgniserregend und kritisch. Darum müssen wir auch jetzt aufzeigen, wie wir dem begegnen wollen. Zwei Problemfelder, Gesundheitsausgaben, wie ich vorhin gesagt habe, zusammenfassende Folie, als auch eben die Steuereinnahmen, wo ich jetzt im Detail noch drauf kommen möchte. Schauen wir zuerst einmal zurück, vielleicht auch auf die berechtigte Frage. Ist es das erste Mal, wo man ein strukturelles Defizit sieht? Die Entwicklung der Rechnungsabschlüsse bereinigt, sieht man eben, dass nach einer langen Phase mit Defiziten in den Jahren 2003 bis 2013 eben auch stets positive Rechnungsabschlüsse aufgewiesen hat. Und dann aber im Rechnungsabschluss 2012 hat sich das Ende von dieser mehrjährigen Phase von Ertragsüberschüssen abzeichnet und man hat nachher dank Entnahme von Ausgleichsreserven, aus der Ausgleichsreserve haben wir noch eine Zeit lang ein bisschen überbrücken und noch einen ausgeglichenen Abschluss können präsentieren, eine ausgeglichene Rechnung. Da hat es aber auch schon dort massive Entnahmen aus der Ausgleichsreserve gebraucht. 2015 ist es auch nur möglich gewesen, dank Ausgleichsreserve und SNB-Ausschüttung. Und 2016 sehen Sie jetzt das strukturelle Defizit, die strukturelle Finanzierungslücke. Die Finanzierungslücke, das ist eine Lücke, die es jetzt zu schliessen gilt. Sie sehen auf dieser Grafik Nettoaufwand, Globalbudget und Investitionsrechnung. Der Nettoaufwand zwischen 2010 und 2017 ist insgesamt um rund 400 Millionen Franken gewachsen. Das ist hauptsächlich auf das massive Kostenwachstum im Gesundheitsbereich zurückzuführen. Ich habe es vorhin gesagt, jährlich plus 30 Millionen entspricht plus 2 Steuerprozent. Wir können auch da daraus herauslesen, aus diesem Kuchendiagramm, dass das Kuchendiagramm erstens eben grösser geworden ist, wie ich gesagt habe, 2010 zu 2017 als Gesamtes. Aber man sieht natürlich da auch, dass es die beiden Departemente BKS und DGS sind, die rund 80% vom gesamten steuerbaren Aufwand in sich vereinigen. Und da ist es damit auch offensichtlich, wenn wir jetzt wollen, wirklich mit der grossen Schraube dran, dass eben die beiden kostenintensiven Departemente, neben auch allen anderen Departementen selbstverständlich, die rund 20% vom steuerbaren Aufwand ausmachen, das natürlich vor allem auch bei den grossen Treiber maßgeblichen Beitrag an die Haushaltssanierung auch geleistet werden muss. Was sind die wichtigen Einflussfaktoren? Sie sehen es da drauf, wir haben einerseits BIP-Wachstum 2016 bei 1,7%, das ist leicht über den Erwartungen. Ich komme nachher darauf noch detailliert vielleicht bei der Analyse, wieso sind die juristischen Personen, die Steuern bei den juristischen Personen auch nicht so hoch wie erwartet und möchte dort dazu noch etwas sagen zu der ganzen Wirtschaftslage. Sie sehen aber darauf auch, dass die Entlastungsmassnahmen 2016 hat einen Grossteil der Grossrat beschlossen hat. Es sind rund 86 Millionen, die das zur Entlastung geführt hat. Wir haben aber auf der anderen Seite auch, und das ist nicht minder besorgniserregend, dass wir im letzten Jahr Entlastungsbudgetanpassung und Nachtragskredit von 61 Millionen Franken hatten, wo also das ursprüngliche Budget vom Grossen Rat zustimmenderweise korrigiert worden ist. Aber letztlich sind auch das Nachtragskredite gegen einem ursprünglichen Budget. Also auch das eigentlich eine Verschlechterung vom ursprünglichen Budget. Zum Rückgang der Steuererträge möchte ich noch im Detail jetzt darauf zu reden kommen. Sie sehen es hier bei den kantonalen Steuern gegenüber Budget rund 80 Millionen tiefer. Die natürlichen Personen, die sind effektiv eingetroffen, sind eingestellt gewesen,
50 Millionen plus, also eine Steigerung bei den natürlichen Personen im Budget 2016 plus 50 Millionen. Eingetroffen sind effektiv lediglich 30 Millionen, also dort haben wir 20 Millionen weniger eingefahren bei den natürlichen Personen, aber trotzdem noch eine Steigerung. Bei den juristischen Personen war der Rückgang in der Höhe von minus 15 Millionen budgetiert gewesen. Und es ist jetzt eben minus 73 Millionen eingetroffen. Und das ist natürlich besorgniserregend. Und dem haben wir auch auf den Grund gehen, haben auch Abklärungen getroffen. Und bei den juristischen Personen muss man sagen, mit diesen 332 Millionen Franken, das Ergebnis 15 Millionen Franken darunter. Bei den juristischen Personen sind es vor allem die tieferen Gewinnmargen gewesen, bei den exportorientierten Unternehmen aufgrund des starken Franken. Dann aber auch tiefere Gewinnaussichten in der Maschinen- und Elektro- und Metallindustrie. Wir haben dort hohe Reorganisationskosten müssen verzeichnen an die Firmen. Und im Strombereich, das ist ein weiterer Pfeiler, hat es einen hohen Rückstellungsbedarf von Teilen von der Elektrizitätswirtschaft aufgrund von tiefen Strompreisen gegeben. Also die Bereiche, die betreffen die ganze Schweiz, das ist natürlich überall in der Schweiz so. Nur sind wir natürlich bei unserem Konstrukt von juristischen Personen natürlich extrem stark betroffen. Also man darf da mit gutem Gewissen sagen, dass das wirtschaftliche Umfeld die Mindereinnahmen bei den juristischen Personen sehr stark erklärt. Und die berechtigte Frage, die jetzt natürlich muss kommen, wie sieht denn das aus, bleibt die Lage gleich, schaut man sich das nächste Jahr besorgniserregend weiter. Wir budgetieren vorsichtig, da kann ich Ihnen jetzt schon sagen, wir sind nicht in der Budget-Medienkonferenz, aber ich glaube, da dürfen wir sagen, dass wir da machen, das Jahr 2018 wird vorsichtig budgetiert. Wir haben schon für das Budget 2017 reduzierten Ertrag budgetiert und wir werden die Erkenntnisse aus dem Rechnungsabschluss 2016 selbstverständlich natürlich auch in der Budgetierung 2018 weiter berücksichtigen. Ein weiterer Punkt sind Gesundheitsausgaben. Gesundheitsausgaben, die liegen uns stark auf dem Magen. Ich habe es hier aufgeführt. Sie sehen, in erster Linie steigt der Aufwand bei der Spitalfinanzierung in den letzten Jahren seit der neuen Spitalfinanzierung massiv an. Sie sehen es hier nochmal, ich wiederhole es nicht mehr. Aber wenn man es auch das mal ins Verhältnis setzen, der Bruttoaufwand 605,4 Millionen, die Steigerung von den vorher genannten rund 2 Steuerprozent, also 30 Millionen. Und wenn wir das mal für die Vollzeitstellen umrechnen, wären das 260 Vollzeitstellen, wo rein das jährlich der Bereich wächst. Also das sind immense Zahlen. Auf der anderen Seite hat insbesondere im Jahr 2016 ein enorm hohes Fallwachstum, ein enormer Mehraufwand beim Fallwachstum müssen verzeichnet werden. Vor allem auch bei den außerkantonalen Hospitalisationen ist der Mehraufwand gegenüber dem angepassten Budget um 15,3 Millionen Franken gesteigert worden. Und da hat die Regierung bereits jetzt der Verwaltung den Auftrag gegeben, Gründe für das hohe Fallwachstum präzise zu evaluieren. Wir gehen davon aus, dass das übermäßige Fallwachstum insbesondere auch aus dem Bereich Akutsomatik kommt. Und da ist eben auch schon unverblümt zu sagen und anzumelden an die richtige Adresse. Es ist dringend angezeigt, auch betreffend der bestehenden Fehlanreize, die wir haben, eben auf Bundesebene, die KVG, jetzt eben dort auch korrigierend einzugreifen. Und ich glaube, der Ball, wie ich gehört habe, sollte auch auf Bundesebene langsam aufgenommen werden und diese Message angekommen sein. Ergebnis nach finanzieller Steuergrösse. Eine wichtige Folie gibt den Überblick, was Sie da daraus entnehmen können. Ist das Globalbudget insgesamt über den Gesamtkanton betrachtet eingehalten worden sind, beziehungsweise um 8,8 Millionen Franken unterschritten worden sind. Immer natürlich unter Vorbehalt auch von den Nachtragskredit von rund 50 Millionen. Aber die sind bewilligt gewesen und wenn man so möchte sagen, dürfen wir sagen, es ist budgetgenau und gut geschaffen worden, kommen wir nachher da auch noch drauf. Die Investitionsrechnung ist natürlich ganz ein wichtiger Punkt. Die wird um 19 Millionen Franken unterschritten. Jetzt kann man sagen, man hat nicht investiert. Das ist aber nicht der Fall. Man hat investiert. Man hat gegenüber 2015 mehr investiert. Das ist auch eine Aufgabe vom Kanton. Auch dort nicht irgendwie eine Bugwelle zu produzieren, die noch die Nachwelt müsste abarbeiten. Also auch dort ist wichtig, dass man am Ball bleibt. Das ist auch gemacht worden. Es gibt aber Verzögerungen
durch eben auch beispielsweise im Strassenbau, wo für die ordentliche Rechnung sich dann niederschlägt. Also Projektverzögerungen sind für die Investitionsunterschreitung vor allem massgebend gewesen. Auf dieser Seite sehen Sie den Aufgabenbereich mit den wesentlichen Budgetabweichungen grösser 3 Millionen Franken. Sie haben dort auch den Sprechtext unten dran. Ich möchte einfach an dieser Stelle nochmal den Bereich Steuer, Asyl und Ergänzungsleistungen erwähnen. Und es ist sicher für den Finanzdirektor nicht unbedingt das Lässige, und man hört das auch immer wieder, die nicht beeinflussbaren Faktoren, die gebundenen Ausgaben, das ist nicht eine Schutzbehauptung, aber es ist eine Tatsache. Der Gesundheitsbereich hat einen ganz grossen Anteil an unserem Finanzhaushalt und wird eben dort eben auch getrieben. Lastenverschiebungen auf Kantone, Spitalfinanzierung, Ergänzungsleistungen, Prämienverbilligungen und aber auch die Rechtsprechung zu erwähnen, die belastet uns schwer und mehr. Sind natürlich kalt auf der Seite vom Kanton. Das gehören wir von den Kantonsvertretern. Das ist noch nicht lange her. Habe ich auch so geredet. Und ich stehe auch heute noch dazu. Wir vom Kanton wollen nicht einfach die Lasten weiter runtergeben. Wir brauchen auch funktionierende Gemeinden, die eben auch leben können. Der Kanton ohne funktionierende Gemeinden ist auch nicht überlebensfähig. Also darum sind wir gehalten, darauf achten, dass wir da nicht weitergehen. Und gerade sowieso im Spital- und Pflegefinanzierungsbereich dürfen ja sowieso keine Lastenübertragungen erfolgen. Erlauben Sie mir zwei Beispiele. Der Asylbereich möchte ich rauspicken. Dort haben wir ja global, ist auch auf der Sprechnotizen drauf, Globalpauschale vom Bund. Und da bleiben wir 2.500 Franken unter den deckten Kosten von dem, was wir überkommen. Also das sind massive Aufwendungen, die wir dort zu gewärtigen haben. Wo wir auch die Aufträge natürlich selbstverständlich den Auftrag weiter erfüllen wollen. Aber wir müssen von diesen nicht deckten Kosten ausgehen und die auch gewärtigen. Und zum Beispiel Migration. Beispiel Vorlagen vom Bund, wo die Umstellung von Ausweis von Asylsuchenden auf biometrische Pässe verlangt, wo natürlich mit einem enormen bürokratischen Aufwand wieder verbunden ist und wo man sich vielleicht auch fragen kann, was es da braucht. Sie sehen darauf, sonst die ganzen Abweichungen, ich gehe nicht weiter darauf ein. Der Lohnaufwand sind Entlastungsmassnahmen und Stellenabbau 2016, die wir durchgeführt haben, die auch Wirkung zeigen. Und vor allem der Nettoaufwand, Personalaufwand, hat gegenüber 2015 um 20 Millionen Franken reduziert werden können. Also man ist auch hier umsichtig und vorsichtig. Erlauben Sie mir eine Würdigung zu dieser Jahresrechnung. Ich habe gesagt, wir haben ein rekordhochs Defizit. Wir haben ein strukturelles Defizit von 220 Millionen Franken. Und das ist in der Tat besorgniserregend. Und da wird es andere Massnahmen brauchen, die ich Ihnen nachher noch erläutern möchte. Das hohe Defizit erfolgt in erster Linie aufgrund von wenig steuerbaren Bereichen, Steuern, Spitalfinanzierung, Ergänzungsleistungen oder Asyl, die ich vorhin ausgeführt habe. Auf der anderen Seite haben wir bei der Einnahmenseite das erwähnte und umschriebene Problem bei den juristischen Personen, die wir uns auch annehmen. Trotz der schwierigen finanziellen Lage haben wir können Schulden abbauen. Auch in dieser Phase noch sind wir im Auftrag, den wir haben, auch vom Grossrat, der richtige Auftrag, dass man da nicht die Schulden weiter vorantreibt, haben wir weiter abgebaut. Es ist im vergangenen Jahr in der Verwaltung pflichtbewusst geschaffen worden. Und das ist mir ein Anliegen, dass ich Ihnen da übermitteln kann. Die Abweichung zum Budget anpasst, beträgt 43,7 Millionen Franken. Das betrifft die Überschreitung primär ja die beiden Aufgabenbereiche, die ich Ihnen vorhin umschrieben habe. Die zwei Aufgabenbereiche aus dem Bereich Gesundheitsversorgung und Asyl. In den anderen 41 Aufgabenbereichen beweist die Unterschreitung eine außerordentlich hohe Budgetdisziplin und insbesondere auch ein erfolgreiches Greifen vom Controlling. Das hat man im Griff. Es ist auch erfreulich, dass man trotz der schwierigen Finanzlage neben der Abträgung von 23 Millionen Franken und Fehlbeträgen auch noch zusätzliche Schulden im Umfang von 35 Millionen Franken können abbauen, also insgesamt 58 Millionen Franken. Personalaufwand 20 Millionen Franken reduziert. Und die Hauptaufgabe vom Kanton Aargau, und das dürfen wir glaube ich auch sagen, Bildung, Sicherheit, Gesundheit, die werden nach wie vor mit ganz guter Qualität erfüllt. Fazit, es besteht ein massives Defizit, strukturelle Probleme, Finanzlage, die mit dem Resultat 2016 deutlich zeigt, dass Handlungsbedarf besteht.
Ich übergebe das Wort gerade direkt der Frau Staatsschreiberin für den Jahresbericht Schwerpunkte nach Umsetzungsstatus. Danke. Ja, danke vielmals, auch von meiner Seite. Guten Morgen. Jetzt haben wir viel von der Finanzseite gehört. Ich werde jetzt noch auf die Aufgabenseite kommen und Ihnen hier aufzeigen, welche Schwerpunktaufgaben die Regierung auf dem Teller hatte letztes Jahr sozusagen, welche von denen die Regierung konnte erfolgreich abschliessen, welche auf Kurs sind und welche man gestoppt oder sistiert hat. Bei den erfolgreich abgeschlossenen Schwerpunktaufgaben gehört sicher die Optimierung der Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden. Dort hat ja eine Neuordnung vom innerkantonalen Finanzausgleich stattgefunden. Der Grosse Rat hat am 1. März letztes Jahr mit grosser Mehrheit der Gesetzesanpassung zugestimmt. Es hat dann gleich ein Referendum gegeben und im Februar dieses Jahr, also vor wenigen Wochen, ist darüber abgestimmt worden und das Volk hat grossmehrheitlich die beiden Vorlagen angenommen und jetzt können wir in die Umsetzung gehen. Ab 18 gilt also der neue innerkantonale Finanzausgleich, wo die Finanzierungspflichten zwischen Kanton und Gemeinden klarer zuteilt sind. Die Lastenverschiebung, die stattgefunden hat, ist mit einem Steuerfussausgleich oder Abgleich ausgeglichen worden. Mit dem neuen innerkantonalen Finanzausgleich haben wir mehr Transparenz und Steuerbarkeit. Denn erfolgreich war man auch bei der familienergänzenden Kinderbetreuung. In diesem Bereich hat der Grosse Rat einen Gegenvorschlag zu der Volksinitiative Kinder und Eltern beschlossen. Und das ist vom Volk im Juni letztes Jahr angenommen worden. Jetzt sind die Gemeinden dran, die familienergänzende Kinderbetreuung wirklich aufzubauen für die Primarschule und mitzufinanzieren. Dann bei den Aufgaben, wo man auf Kurs ist, aber noch nicht fertig, also man ist immer noch in der Umsetzungsphase, gehört die Entlastungsmassnahmen 16 und das Sanierungskonzept 17 bis 20. Das ist dann, wir haben vorhin schon einen guten Teil davon gehört. Die Regierung hat ja schon im 15. damit angefangen, mit der Leistungsanalyse. Die Leistungsanalyse hat man umgesetzt. Man hat hier schon aber gesehen, dass das nicht langt und man hat die Entlastungsmassnahmen 16 gemacht. Das waren Gesetzesänderungen gewesen. Die sind letztes Jahr beraten worden im Grossen Rat. Und vier von diesen Massnahmen, von diesen Gesetzesänderungsmassnahmen, haben entweder keine Mehrheit im Grossen Rat gehabt oder das Behördenreferendum ist ergriffen worden. Im November letzten Jahr sind dann die vier Massnahmen zur Abstimmung gekommen. Das Volk hat zwei von diesen vier Massnahmen angenommen und zwei abgelehnt. Abgelehnt hat das Volk die Abschaffung des Berufswahljahr und die Anhebung des Vermögensverzehrs für Ergänzungsleistungen in der IV. Angenommen hat es hingegen die Begrenzung des Pendlerabzugs auf 7'000 Franken und das Wassernutzungsgesetz. Nach einer zur weiteren nachhaltigen Sanierung hat man dann im Herbst letztes Jahr hat man das Sanierungskonzept 17 bis 20 in drei Phasen vorgestellt. Zu der Phase 1 gehören die Sanierungsmassnahmen 17. Die sind letztes Jahr vom Grossen Rat verabschiedet worden und eigentlich im Budget 17 eingemündet. Man hat dann parallel dazu die Sanierungsmassnahmen 18 von der Phase 2, auch das wiederum Gesetzesänderungen, erarbeitet. Die Sanierungsmassnahmen 18, die sind jetzt vom November bis im Februar in der Vernehmlassung gewesen. Wir sind jetzt an der Auswertung der Vernehmlassung. Und dann werden die im Verlauf von diesem Jahr im Grossen Rat beraten. Und schließlich gehört dann die Phase 3. Der Finanzdirektor kommt nachher noch näher darauf ein. Die Phase 3, das ist die Sanierung, die Haushaltssanierung Gesamtsicht. Dort geht es wirklich darum, mit dem Ziel, die Finanzlage des Kantons nachhaltig zu sanieren. Wir werden sehen, ob uns das gelingt. Parallel dazu haben wir ein weiteres zentrales Projekt von der regierungsrätlichen Wirtschaftspolitik. Das ist das Programm Hightech Aargau. Im vierten Umsetzungsjahr konnten die Dienstleistungen vom Hightech Aargau nachfrageorientiert weiterentwickelt werden. Die Überprüfung der Wirksamkeit von dem Programm haben wir in einem Evaluationsbericht gemacht. Der Evaluationsbericht wird euch dann nächste Woche vorgestellt.
Es hat sich gezeigt, aber in diesem Evaluationsbericht, dass Hightech Aargau maßgeblich zur Attraktivität des Kantons als Standort für innovative und technologie- und wertschöpfungsintensive Unternehmen beiträgt. Auf der Basis von diesem Bericht hat dann letztes Jahr eine Anhörung stattgefunden zur Botschaft zur Weiterführung von dem Hightech Aargau für die Jahre 2018 bis 2022. Der Regierungsrat ist der festen Überzeugung, dass trotz der momentanen schwierigen Haushaltslage und aufgrund der rückläufigen Steuereinnahmen bei den juristischen Personen es umso wichtiger ist, etwas für einen Standort zu machen, damit wir als Standort attraktiv bleiben und es für die Unternehmen interessant ist, in den Kanton zu kommen. Wir wollen neue, innovative Unternehmen ansiedeln, beziehungsweise die, die wir haben, und die Ansiedlungen, die in der Pipeline sind, weiterführen. Das Projekt Hightech Aargau leistet dazu einen ganz wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung des Kantons und zur Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen. Wie gesagt, der Regierungsrat wird nächste Woche Ihnen die Botschaft vorstellen zur Weiterführung dieses Projekts. Im Bereich der Bildungspolitik sind wir bei der neuen Ressourcierung der Volksschule. Das ist ein ganz wichtiges Projekt. Dort geht es darum, einerseits die Ressourcierung und die Ressourcensteuerung zu vereinfachen und zu vereinheitlichen. Mit der neuen Ressourcensteuerung soll der Handlungsspielraum der Schulen vor Ort vergrößert werden und der administrative Aufwand reduziert werden, sowie auch die Planbarkeit verbessert werden. Insgesamt strebt der Regierungsrat eine effizientere und effektivere Ressourcenzuweisung an den Schulen an. Das ist umso wichtiger angesichts der aktuellen Finanzlage. Im Sommer 2016 haben zweijährige Schulversuche an 11 Schulen im Kanton angefangen. Wir werden die Auswertung dieser Versuche voraussichtlich im Herbst 2018, also nach Ende des Schuljahres, auf dem Tisch haben. Dann weitere Projekte, wo wir auf Kurs sind und in der Umsetzung, das ist die verstärkte Steuerung der grossen Beteiligungen des Kantons. Angesichts der schwierigen Wirtschaftslage ist natürlich die Bewirtschaftung der Beteiligungen, der kantonalen Beteiligungen, anspruchsvoller, aber auch umso wichtiger geworden. Der Regierungsrat hat deshalb neue Eigentümerstrategien verabschiedet für die wichtigen grossen Beteiligungen, die er hat, nämlich für die Spitalgesellschaften, AEW, aber auch Aargauer Kantonalbank. Ein weiteres Anliegen der Regierung ist, dass man die Offenlegung der Vergütung dieser Vorstandsmitglieder hat in diesen grossen Beteiligungen. Das soll mittels einem Vergütungsbericht geschehen, wo ab dem Geschäftsjahr 2016, also das heisst ab dem Jahr, wenn dann die Ergebnisse kommen, im Rahmen von einem Vergütungsbericht publiziert werden. Ganz ein wichtiges Thema auch für die Weiterentwicklung des Kantons ist natürlich die Limmentalbahn. Bauarbeiten zur ersten Etappe sollen im Herbst dieses Jahres anfangen. Also dort sind wir auf Kurs. Und der grosse Rat hat die Finanzierungsgesellschaft zuerst gegründet für den ersten Teil dieser Investitionskosten. Und aufgrund von einem parlamentarischen Vorstoss soll jetzt aber die Finanzierung dieser Limmentalbahn in die geplante Spezialfinanzierung ÖV-Infrastruktur übertragen werden. Der Regierungsrat hat die Vorlage im Grossen Rat schon unterbreitet. Sie wird voraussichtlich nächste Woche am 7. März im Grossen Rat beraten. Dann auch ein wichtiges Projekt für die Weiterentwicklung des Kantons ist die Umsetzung des Raumplanungsgesetzes. Dort ist man auf Kurs. Der Grosse Rat hat die Anpassung der Richtpläne im 15. schon vorgenommen und das Baugesetz Ende 16 die Änderung des Baugesetzes Ende 16 verabschiedet. Die Genehmigung des neuen Richtplans durch den Bund wird in der ersten Hälfte 2017 erwartet und nachher geht es wirklich an die Umsetzung mit den Gemeinden, mit der REPLA, aber natürlich auch mit dem Kanton. Wo wir nicht auf Kurs sind, beziehungsweise wo Projekte vorzeitig gestoppt oder sistiert worden sind, ist in der Gesundheitspolitik. Sicher auch angesichts der aktuellen Finanzsituation und vor allem aber auch der Kostenentwicklung im Gesundheitswesen des Kantons. Die gesundheitspolitische Gesamtplanung
ist strategische Grundlagenwerk von der Gesundheitspolitik im Kanton. Man hat dazu eine erste Vernehmlassung im 15. durchgeführt zu 8 Strategien, die man entwickelt hat. Ziel von diesen Strategien oder von der GGPL ist natürlich eine gute, aber zahlbare Gesundheitsversorgung im Kanton zu haben. Man hat dann aber im September 2016 nach dieser Anhörung in der Regierung beschlossen, das muss die neue Regierung an die Hand nehmen und hat deshalb die GGPL sistiert. Die neue Regierung wird sich dann im Verlauf von diesem Jahr damit beschäftigen. Dann ein zweites wichtiges Projekt, das wir leider nicht weiterführen konnten, ist Standort- und Raumkonzept Sekundarstufe 2. Der Regierungsrat hat mit dieser Vorlage ein verbessertes Kosten-Nutzen-Verhältnis der Schulraumauslastung angestrebt. Der Grosse Rat hat aber dann im August letztes Jahr beschlossen, dass er nicht einmal auf die Vorlage eintritt. Das heisst, wir bleiben beim Status quo, die Mittelschule und Berufsfachschule, Gesundheit und Soziales, die werden Raumerweiterungen erfahren und allenfalls durch Zumietungen wird man die engen Raumverhältnisse probieren zu beheben. Alle anderen Berufsschulen bleiben wie gehabt. Dann bei der Finanzierungsgesellschaft Immobilien. Dort hat der Regierungsrat beantragt, dass man die Finanzierungsgesellschaft Immobilien für die Fachhochschule Nordwestschweiz, die dazu dient hat, Brücke aufzubauen, weiterzuentwickeln und in eine Finanzierungsgesellschaft Immobilien Kanton Aargau überzuführen. Das Ziel ist natürlich, die Immobilienvorhaben nicht mehr in der Investitionsrechnung, sondern in der Erfolgrechnung zu führen und die Spitzen auszugleichen. Der Grosse Rat hat aber im Dezember letzten Jahr auch nicht eintreten beschlossen. Also auch das Projekt ist vom Tisch. Allerdings haben wir Anfang Januar hat die FDP-Fraktion eine Motion eingereicht, wo man das Projekt wieder aufnehmen soll. Die Regierung wird eine angepasste Vorlage zur Finanzierung der grossen Immobilienvorhaben ausschaffen und unterbreiten. Soviel zu den wichtigen Projekten und den wichtigen Aufgaben. Ich übergebe wieder dem Finanzdirektor für die finanzpolitische Analyse und den Ausblick. Gut, besten Dank, Frau Staatsschreiberin. Wir haben jetzt zurückgeschaut, jetzt schauen wir vorne und möchte Ihnen doch noch einen kurzen Blick über die Schulter rechts hinten beliebt machen, was haben wir bisher gemacht, welche Entlastungswirkungen haben wir bisher von bereits beschlossenen Sparprogrammen erzielt. Im Rechnungsjahr 2016 sind Entlastungen durch Sparmaßnahmen im Umfang von 165 Millionen Franken enthalten. Also ist es nicht so, dass man einfach auf den im Rücken gelegen wäre, nichts gemacht hätte, sondern wir haben auch diese beschlossenen Sparprogramme eben auch mit in die Wirkung ins Ziel gebracht. Und Sie sehen hier die Leistungsanalyse mit Wirkung ab 2015, dann die Entlastungsmassnahmen 2016 mit Wirkung ab 2016 und die Sanierungsmassnahmen 2017 mit Wirkung ab 2017. Frau Staatsschreiberin hat vorhin die S18-Massnahmen angesprochen, die Sanierungsmassnahmen 2018, die jetzt in der Anhörung waren. Sie haben sie können lesen, in der Zeitung und in den Medien können hören und schauen, wie man da, was da für einen Gegenwind entgegenkommt. Vorgeschlagene Sanierungsmassnahmen umfassen ja Entlastungen vom Staatshaushalt bis etwa 50 Millionen Franken, die jetzt 2018 drin sind. Und da muss man unverblümt auch sagen, da handelt es sich vorwiegend um Finanzierungsmassnahmen. Es ist aber wesentlich, dass die Regierung diese Massnahmen eben zusammen mit der Gesamthaushaltssanierung im Mai wird vorstellen und eben in den Kontext stellen. Und in dem Gesamtkontext für die bevorstehende Haushaltssanierung sind eben auch diese Sanierungsmassnahmen erachten einzuordnen, ins Gesamte hinein. Und ich glaube, das ist teilweise auch von Fraktionen aufgenommen worden und in dem Sinn bin ich zuversichtlich, dass man da auch, wenn man eben den Gesamtkontext sieht, den Gesamtkontext von dieser Haushaltssanierung, dass man dann offen ist für eine auch zukünftige konstruktive Beurteilung von diesen S18-Massnahmen. Wir haben das Ziel als Eingangs gesagt, eine nachhaltige Sanierung. Als er gesagt hat, das strukturelle Defizit, das der Kanton Aargau aufweist, schwierige Finanzlage, da erfordert es einerseits rasche
adäquate Korrekturmassnahmen, aber auch nicht irgendwie überstürzte Handlungen und nicht langfristig ausgerichtete Handlungen. Das wäre der falsche Ansatz. Ich glaube, es ist das Hauptziel, dass der finanzielle und auch der politische Handlungsspielraum wiederhergestellt wird, dass wir nicht in eine Blockade reinkommen. Und das ist unser grosses Anliegen. Und dazu braucht es einnahmenseitige und auch ausgabenseitige Massnahmen. Es geht nicht nur auf der einen Seite oder nur auf der anderen, sondern es braucht beides. Es braucht auch kurzfristig zum Überleben, ich sage den Schnorchel, dass wir da diesen Wellen, die uns entgegenkommen, dass wir da können, ans Ufer schwimmen und dann nachher anfangen zu arbeiten, brauchen wir eben vielleicht auch einen Schnorchel. Und die kurzfristig sind Ausgabenreduktionen durch pauschale Saldoverbesserungen oder Änderungen auch in Rechtserlass, Kompetenzen notwendig. Da braucht es alle Kräfte. Was aber entscheidend ist, ist, dass wir, wie bereits angekündigt, wir haben Ihnen im Mai 2017 ein umfassendes Sanierungskonzept Gesamtsicht Haushaltssanierung 2026 präsentieren. Mit dem Ziel von einer nachhaltigen Sanierung. Es geht um die Umsetzung von langfristigen und nachhaltigen Aufgaben- und Strukturreformen. Das ist das, was Sie jetzt brauchen, um voranzuschauen. Nebst mittelfristigen Haushaltsausgleich soll der Finanzhaushalt mit einem ausgewogenen Sanierungskonzept, mit einem akzeptierten und akzeptablen Sanierungskonzept und aus einer Gesamtsicht heraus über die kommenden Jahre langfristig und nachhaltig saniert werden und eben den Gestaltungsspielraum für die Zukunft von Aargau wieder erlangt werden. Dass es auch kurzfristige Sofortmassnahmen braucht, nehmen Sie das Bild vom Schnorchel, zur Überbrückung, da kommen wir aber sicher nicht vorbei. Was ganz entscheidend ist, es braucht eine offene und transparente Diskussion. Und insofern habe ich eingangs gesagt, es ist auch eine Chance, mich auch in einen neuen Dialog einzutreten. Nicht nur mit dem Grossen Rat, auch mit den Interessenvertretern, auch mit Verbänden. Eine transparente, offene Diskussion ist angesagt. Ich glaube, es hocken alle im gleichen Boot und alle wollen das Gleiche, nämlich einen gesunden Finanzhaushalt und einen gesunden Kanton Aargau. Da braucht es eine Diskussion über eine ausgabenseitige wie auch einnahmenseitige Massnahmen und insbesondere auch Verbesserung des wirtschaftlichen Wachstumspotenzial in unserem Kanton. Das ist ganz ein wesentlicher Punkt, den wir nicht unterschätzen dürfen. Der Sanierungsprozess, wie wollen wir den angehen? Dieser Auslegeordnung, die ich vorhin gesagt habe, er hat gesagt, es braucht eine konstruktive Mitwirkung von allen wichtigen Akteuren im Kanton. Der Regierungsrat wird darum auf Parteien und Fraktionen, in der ersten Phase Fraktionen, zukommen. Da gibt es schon einen Termin, gibt es schon eine Einladung, wo wir aber dann auch zusätzlich Interessenvertreter in den Sanierungsprozess einbeziehen wollen. Es ist glaube ich vorbei, dass man es einfach im stillen Kämmerchen macht und nachher im Überraschungseffekt am Grossrat tritt und sagt, das ist es jetzt. Das ist die Lösung. Ich glaube, das muss man in der jetzigen Phase miteinander erarbeiten. Und erste Gespräche haben da bereits stattgefunden und sind auf offene Ohren gestossen. Und das stimmt mich zuversichtlich. Das sind neue Wege. Gerade der neue Prozess vom frühzeitigen Einbezug und der klaren Schwergewichtssetzung, die man miteinander ausdiskutiert, das ermöglicht die Erarbeitung von gemeinsamen und langfristig greifenden Lösungsmöglichkeiten. Und die Entwicklung von Kompromissmöglichkeiten. Weil ohne da geht es in der Phase, wo wir drinnen stecken, nicht mehr. Da braucht links und rechts Schritte aufeinander zu. Regierungsrat und Grossrat sind gemeinsam in der Pflicht, den Kanton Aargau weiterzubringen. Gesamtsicht Haushaltssanierung. Im Rahmen dieser Gesamtsicht werden wir aus dem kurzfristigen Sparpaket heraustreten. In einzelnen Bereichen Ihr könnt euch vorstellen, welche, und Gesund hat vorhin angesprochen, mit diesen massiven Treibern, werden wir rausbrechen und speziell müssen untersuchen. Wir werden langfristige Aufgaben und Reformvorhaben untersuchen, miteinander entwickeln, präsentieren und über den Grossrat, über die Legislative nachher in die Umsetzung bringen. Und das ist ein Prozess, der jetzt heute anfängt. Und der ändert nicht 2017 oder 2018 und er ändert auch nicht 2026, sondern das wird in den
kommenden Jahr ein permanenter Prozess sein, wo man dauernd wieder Reformvorhaben anpackt, Reformvorhaben, die man beschlossen hat, überprüft, vielleicht wieder über Bord wirft, weil andere Interessen da sind, eine andere Ausgangslage, eine andere Lageentwicklung. Aber man wird sich konstant Einnahmenseite und Ausgabenseitig um Spar- und Reformvorhaben müssen bemühen, um Kantonsfinanzen überhaupt langfristig sanieren zu können. Ich glaube, Nachhaltigkeit und Langfristigkeit, das sind da die zentralen Aussagen. Positiv ist für mich schon jetzt in dieser Phase als neuer Finanzdirektor, der eine Rechnung von der vergangenen Legislatur darf präsentieren, positiv ist für mich jetzt schon der eingeschlagene Weg von einer umfassenden Haushaltssanierung. Zusammen eben mit den Parteien, Fraktionen und allen wichtigen Akteuren im Kanton. Und ich bin zuversichtlich, dass der Grosse Rat, Parteien, Fraktionen, Verbände und alle verschiedenen Interessenvertreter die Bedeutung und Brisanz von dieser Gesamtsicht eben erkennen werden. Und wir freuen mich, dass wir im Mai die Gesamtsicht Haushaltssanierung präsentieren und sie über den Stand der Arbeiten von dem Sanierungskonzept orientieren und die inhaltlichen und strategischen Stossrichtungen aufzeigen. In dem Sinn wollen wir zusammen vorwärts gehen für den Kanton Aargau. Danke. Besten Dank dem Finanzdirektor Markus Diet und der Frau Staatsschreiberin Vincenzo Trevino für die Ausführungen. Wir haben, wie das angekündigt ist, jetzt Gelegenheit im Plenum für die Medienschaffenden Fragen zu stellen. Wem darf ich zuerst das Wort geben? Stefan Ulrich. Ja, Markus, du hast immer wieder gesagt, eben, Gesundheitsversorgung ist ein grosses Sorgenkind. Dort haben wir ja zwei Faktoren, dass der Kanton auf seinen Anteil von 55% an der Finanzierung rauf muss. Das ist das eine, das die Kosten auftreibt. Und das andere sind offenbar die Fallzahlen, die zunehmend, welcher Faktor ist jetzt grösser? Weil die 55%, die weiss man ja, da muss man ja einplanen ins Ganze, laufen die Kosten. Auf der anderen Seite, eben bei diesen Fallzahlen aus dem Ruder, kannst du nur sagen, in Prozent, wie viel die Fallzahlen denn so aufgegangen sind? Also es ist so, dass natürlich die Fallzahlen, das übermäßige Fallwachstum, das ist letztlich schon der Bereich Akutsomatik, der da der Haupttreiber ist. Und ich glaube, es ist eben auch jetzt in der Gesundheitsversorgung, muss man jetzt aufpassen, dass man jetzt auch nicht sich durch das verleiten lässt, jetzt wieder nur einen Punkt anzuschauen oder einen Bereich anzuschauen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man jetzt wirklich eine Gesamtschau macht. Und es hat natürlich Bereiche, wo wirklich in der Auslegeordnung, wo man muss eine Analyse machen, wo frei, wo gebunden. Und es ist in der Tat so, dass man natürlich nicht an so häufigen Orten frei ist. Aber, und da sage ich wirklich ein klares Aber, es geht darum, dass man das Heft in die Hand nimmt. Die Gemeinden machen das gegenüber dem Kanton auch. Und wir, der Kanton, müssen es halt vielleicht auch gegenüber machen. Und ich bin zuversichtlich, dass auch der Bund dort erkannt hat, dass das ein grosses Problem ist, nicht nur beim Kanton Aargau. Es gibt ja Finanzdirektorenkonferenz, wo die überall das Gleiche bewegt und treibt und umtreibt. Und da wird sicher Druck gemacht. Auf der kantonalen Ebene ist es so, dass man jetzt angedenkt ist, dass man wirklich diesen Bereich speziell untersucht, in die Tiefe hineingeht. Und das soll jetzt seriös gemacht werden. Und da wird sicher ein Bereich sein, der nicht irgendwie erst 2022 mit Ergebnissen wird vorliegen, sondern da werden wir relativ schnell mit so klaren Antworten auf so Fragen werden wir kommen können. Ja. Ich möchte vielleicht eine Ergänzung geben. Also das Erste ist die Frage gleich dem Anteil vom Kanton an den ganzen Spitalfinanzierungen. Da ist jetzt im Jahr 2016 53%, das hat man geplant, also 15, 51, 53 und im 2017 geht es auf 55.
Da ist natürlich keine Abweichung, da kann man planen. Und das ist auch so geplant, im 2017 ist fertig, ist der 55% Bereich. Der andere Teil, Fallzahlen, gerade jetzt im Kopf 5,8% Fallzahlensteigerung gegenüber dem Vorjahr. Und 5,8% Fallzahlensteigerung ist natürlich wesentlich höher, und das ist das Kernproblem, als zum Beispiel der Bevölkerungszuwachs und insbesondere auch Bevölkerungszuwachs in dem Segment, drin, wo natürlich insbesondere ins Spital geht, zum Beispiel das Alterssegment oder eben auch die Jungen. Oder? Und das ist jetzt der Punkt, den wir genau anschauen. Sie haben es vor allem auch auf der Seite 11, auf dieser Folie da, in dem, im Sprechtext, ist genau das noch aufgeführt, auch mit diesen Zahlen. Wachstum von 5,8% oder 53% in der stationären Versorgung. Besten Dank. Wem darf ich weiter das Wort geben? Wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich herzlich mich bedanken für das Interesse an dieser Medienkonferenz vom Regierungsrat. Der offizielle Teil der Medienkonferenz war jetzt geschlossen. Und wie gesagt, der Herr Diepf, Herr Trevino, der Herr Reimann und Herr Brändli stehen jetzt noch für Einzelstatements und Interviews zur Verfügung. Besten Dank und einen schönen Tag.